Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smogged, wo wir jetzt mal wieder Zertrümmerei einem Pokémon beigebracht haben in der letzten Folge und es jetzt hier so gleich anwenden, um hier durch die Siegestraße zu kommen. So, da oben war eine Treppe, erstmal ignorieren. Übrigens hier, okay, Treppe doch hochgehen, nachdem wir Schutz eingesetzt haben. Oh, ganz kurz warten. Und das hier ist jetzt übrigens die letzte der drei Nachsynchronisationsfolgen-Kacke-Dinger. Ja. Und ich kann schon mal so viel verraten, wir werden in der Folge hier nicht herauskommen. So, das wird auf jeden Fall lustig. So, währenddessen, wie ihr hier im Hintergrund so seht, was da passiert, kann ich ja mal gerade so erzählen, was heute Morgen so passiert ist. Einfach so, weil ich jetzt hier nicht die ganze Zeit über das Game quatschen will, weil ich da der, genau, da kommt erstmal schon schön der Trainer aus der Dunkelheit. Man sieht ihn nicht, aber boom, er ist auf einmal da. Naja, naja. What's soll it? So. Heute Morgen, ja. Also ich hab mir... Also ihr müsst wissen, heute ist Freitag, noch. Es ist gerade 23.09 Uhr und ich hab das hier vergessen, dass ich das noch nachsynchronisieren muss. Und das war ziemlich blöd. Weil ich das ja noch hochladen will am 25.01.2014. Ja. Und ich das jetzt gleich auch noch rendern muss und so weiter und so fort, weißt du? Und das heißt, es wird wieder eine lange Nacht. Aber dafür kann ich ja morgen dann schön pennen. Morgen früh. Und morgen Nachmittag. Und morgen Abend, okay. Weil ich habe heute den ganzen Tag versucht, irgendwie ein geiles Intro hinzubekommen. Aber ich kann nur so viel sagen, ich hatte keine Ideen. Jetzt hatte ich eine Idee, hab's aber noch nicht ausprobiert. Weil ich noch Fußball geguckt habe. Und Bayern hat gewonnen, das ist unglaublich. Schon wieder. Ich dachte, die sind jetzt irgendwie eingeknickt, aber irgendwie... Nö. Naja, werden wir hier im Hintergrund so ein paar Pokémon bashen. Und wie gesagt, komme ich jetzt mal zu Freitagmorgen. Also ich habe Donnerstag nach der Schule, das war so, weil ich nur 5 Stunden hatte... Lass mich lügen. Viertel vor eins? Nee. Doch, Viertel vor eins. Viertel vor eins habe ich da mit Handschuhen, weil es ja wieder scheiße kalt draußen ist, habe ich da auch schon Handschuhe angezogen. Die habe ich dann um Viertel vor eins nachmittags, ne? Auf die Heizung gelegt bei 3, also die Heizung auf 3 oder 2, irgendwie so, keine Ahnung. Weiß ich, Traumverschwendung. Klar doch. So. Ja, ja, ist ja egal. So, habe ich draufgelegt, so bis zum nächsten Morgen halt draufgelassen, Heizung. Weiß ich nicht, ob die auf 3 oder 2 geblieben ist oder ob wie ich die höher gedreht habe. Also ich habe es nicht gemacht, vielleicht jemand anders. Auf jeden Fall waren die am nächsten Morgen richtig schön warm, habe ich gedacht. Geil, da werden deine Hände ja nicht allzu kalt. Zieh ich mir die Schuhe an, Handschuhe an. Davon natürlich noch eine Jacke, weil es ist immer noch kalt draußen. Zieh ich mir die Handschuhe an, mach die Tür auf, geh raus. Ich bin ohne Witz nur 20 Meter gelaufen, die Handschuhe waren eiskalt, meine Hände waren eiskalt und ich wollte wieder zurück nach Hause. Ja, das war echt geil. Ja, aber das ist doch echt... Also, ne. Das kannst du doch keinem antun. Ich meine, was soll das mit der Kälte? Ich dachte, das ist irgendwie Klimawandel und das Klima erwärmt sich und alles so schrecklich. Und dann... Bei Wind und minus 6 Grad fühlt sich an wie minus 38. Frieren mir erstmal eiskalt die Hände ab. Oh, eiskalt. Also das war echt kurios, ja. Ich hab das, damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen, die waren echt voll warm, die Handschuhe. Dafür ein Arsch, kannst verbrennen. Wäre jetzt auch nicht wärmer von. So, hier haben wir wieder ein wildes Pokémon, das wir mal wieder versuchen zu besiegen. Mit Dauergamer, das sollte nicht allzu schwer sein, weil Dauergamer ist verfluchte Pokémon, Hariyama ist Kampf-Pokémon. Verträgt sich nicht so gut. Dauergamer ist ein bisschen besser, wie man sieht. Und Riechsalz bringt genau gar nichts. Und 20 KP sind gar nichts, ja. Also. Gut. So, ich denke mal, dass ich dann gleich, während ich das hier render, mich dann noch weiter ans Intro setze. Erstmal jetzt hier oben dachte ich, geht's voll special weiter. Und dann müsst ihr gleich mal gucken, was da kommt, ey. Naja. Hier noch ein Hariyama. Und Kampf. Fliegen.
Daugema fliegt hoch empor. Ach ja, man setzt Resets ein, die Attacke geht daneben. Was für eine Überraschung. Daugema setzt Fliegen ein, zieht Hariyama über die Hälfte der KP. Und Hariyama setzt nochmal Resets ein. Und das zieht 22 KP? War doch bestimmt. 22 KP und mit Flügelschlag ist Hariyama dann besiegt. Und Basti. So, hier, pass auf, da. Dachte ich jetzt voll special weiter, weißt du, so ein schwieriges Rätsel mit Stein, wo man nicht unbedingt drauf kommt, ja, dass man da noch rechts lang gehen muss, wenn man keinen Blitz hat. Ist ja eins der trümmeren Ding und dann ist da nur ein dämliches Top-Genesung. Was wir ja eh nie einsetzen werden. Bis auf vielleicht irgendwann in der Pokeliga. Die ja schon gar nicht mehr so weit entfernt ist, ne? Nach der Siegestraße sind wir ja schon bei der Pokeliga. Und das wird dann lustig, weil ich nicht weiß, auf welchem Level die Pokémon da drin sind. Naja, das sehen wir dann ja. Wir sind ja auch nicht mal raus. Ja. Und da. Pff. Ich hatte eigentlich die Siegestraße hier immer auch als die längste und schwierigste in Erinnerung. Nicht nur wegen dem Kackblitz, sondern auch weil das meine erste war und die mir tierisch auf die Nerven ging. Eine Treppe oder Leiter, besser gesagt. So, und da ist der nächste Trainer bzw. Trainerin, die einfach mal so aus dem Nichts erscheint. So, was hat die denn? Michaela setzt Sandame ein und wir haben Dauergamer vorne. Was macht Dauergamer? Beutel? Nee. Pokémon. Ja, und zwar das Staurak. Okay. Was immer ich mir dabei gedacht habe. Ach, ich habe gedacht, Eisenschweif ist die Schwäche. Okay, okay. Das habe ich mir dabei gedacht. Also, Schlitzer erstmal über uns gehen lassen. Er zieht richtig viel. So, jetzt Eisenschweif. Geht erstmal daneben. Geil. Und dann kommt Schlitzer mit einem Volltreffer. Und das zieht auch nicht viel mehr KP. Und Eisenschweif geht aber schon wieder daneben. Also wenn das so weitergeht, dann geht unser Storak hier drauf. Ja, in 100 Jahren nicht, Junge. So, Eisenschweif trifft, ist nicht die Schwäche, zieht auch nicht ganz so viel, wie ich gehofft hatte. Aber einfach nochmal so, just for fun. Warum auch nicht, ne? So, Eisenschweif. Teilung sinkt. Zertrümmerer. Ne, Stärke. Und dann kommt das Top-Genesung. Das lieben wir ja alle so sehr. Wunderbar. Dass hier jeder Trainer einfach mal einen Top-Genesung hat. Ist echt super. So, Stärke hat es dann auch nicht so wirklich gerichtet. Da habe ich nochmal. Nochmal Stärke eingesetzt. Ah ja. Ist ja nicht so, dass das mit einem anderen Pokémon einfacher gewesen wäre oder so. Nein. Und so wirklich EP wird das Storak auch nicht bringen, ja, weil das wird ja auch noch geteilt. So, Bodycheck geht natürlich auch erstmal schön daneben, ja. Wie kann es noch anders sein? So, da haben wir dann nur noch 63 KP mit Stoirak. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie viel Prozent wir verloren haben. Ich bin gespannt, wie viele das falsch machen. Oh Gott, das wäre so fein. So, wie viel Prozent haben wir denn jetzt verloren? Das kann man eigentlich schon auf... Da muss man nicht mehr rechnen. Das sieht man schon, wenn man da hinguckt. So, Dauer geht... Ah ja, Daugame erreicht Level 41, X-Bad. Ich habe gerade auf Storak geguckt und dachte dann, Storak hätte das erreicht. So, da hier war ich dann wieder ein bisschen intelligenter und habe Basti eingesetzt. Weil der ist ja auch erst auf Level 39 und der müsste ja auch noch schon ein bisschen trainiert werden, nicht wahr? Ja. So, Tropius. Feuerfeger auf Tropius. Und... No, keine One-Hitte, warum nichts? Aber Tropius brennt, weil Feuer setzt Pflanzen in den Brand. Und Basti ist paralysiert. Ach ja, Basti war ja paralysiert. Ich erinnere mich im Nachhinein. Das war richtig, naja. Lustig, weil ich das daraufhin gar nicht, weil ich Basti daraufhin gar nicht mehr eingesetzt habe. Glaube ich zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann kommt wohl Nona. Ist auch ein schönes Pokémon. Aber wir haben schon ein Feuer-Pokémon. Und ich weiß gar nicht, ob das Vulpix hier gibt. Ich glaube, das gibt es nur auf
dafür. Aber ich weiß es nicht genau, deswegen. So. Was habe ich schon eingesetzt? Kaskade. Ach ja, Kung-Fu-Strahl. Ach ja, das war auch wieder so ein. Einfach so eine geile Runde da mit Kung-Fu-Strahl. Einfach schön. So, weil da trifft sich erstmal selber. Dann habe ich das nochmal probiert. Dann setzt der Bodyguard ein. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bringt. Ist auch relativ schnuppe eigentlich, aber. So, da trifft's dann mal. So, das ist dann immerhin schon mal was. Ist dann auch die Schwäche, na klar, Feuer-Pokémon, Wasser und so, ne? Feuer ist nicht so effektiv gegen Wasser, aber andersrum schon irgendwie. Ach, weiß, was ich meine. So, dann hier trifft er wieder nicht. Das kam überraschend. Ich hätte vielleicht noch was trinken sollen, bevor ich hier aufnehme. Ich habe gerade nur Schokolade gegessen und da ist gerade so ein Stück gewesen. Entschuldigung. So, Gyarados hat das jetzt besiegt und 2016 Pokédollar, da habe ich so einen richtig coolen Witz gerissen. Der ist... Also, naja, könnt ihr euch vielleicht schon denken. 2016, welches Jahr haben wir? 2014, habe ich gesagt. Da, 2016 ist ja noch 2 Jahre hin, ne? Aha, vor allen Dingen, weil das völlig aus dem... völlig nicht zusammenhängend war. Du verstehst? Ne? Okay. Aber doch, ungefähr schon. So, da habe ich jetzt nämlich geguckt. Hm, haben wir denn irgendwas, was die Paralyse aufhebt? Hm, nö. Irgendwie ja nicht so, ne? Mal sehen. Sieht man das noch hier? Ja, da sieht man das. Direkt da drunter war ein Hyperheiler und den habe ich einfach nicht gesehen. So, da bin ich sogar mal rübergegangen mit dem Pfeil. Und da habe ich nochmal reingeguckt. Habe ich dann noch bei Bären geguckt oder so? Ich glaube schon. Ja, jetzt gucke ich nochmal bei Bären, ob wir nicht eine Beere haben, die das, ne? So, dann wollte ich hier mit Sinelbeeren unser Storak ein bisschen aufdingsen. Warum ich nicht, ja, Sinelbeeren halt, ne? Hab aber natürlich nicht alle verwendet. Warum, weiß ich gar nicht. Ach, weil man die anpflanzen kann, genau. Was auch immer das bringen soll. So, dann, ja, das war's dann. Da war ich genau darauf mit dem Scheißpfeil und ich hab's immer noch nicht gesehen. Bin dann wieder ganz nach oben, bin dann wieder ganz nach unten. Ja, doch. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier so ein bisschen länger gebraucht haben, aber... Was soll it? So, da, Surfer, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Kann ich auch jetzt noch nicht, wann ich da bei Saphir Surfer einsetzen musste, um durch die Siegelstraße zu kommen. Aber ich glaube, das war richtig, weil wir sind... Wir müssten eigentlich fast durch sein. Also jetzt... Ja, doch. Wir sind schon relativ weit, glaube ich. So, damit Kaskade hoch. So, da habe ich dann gedacht, kann man da irgendwo lang gehen. Bin ich dann aber doch erstmal nicht lang gegangen, weil ich dachte, ja, vielleicht finden wir da links noch was Tolles. So, dann habe ich gedacht, ah, guck's da doch nochmal. Ich glaube, vielleicht ist da dann noch was Tolles. Beziehungsweise vielleicht geht's da dann weiter. Wie ich mich halt einfach ganz vorsichtig lang surfe, das ist eigentlich so unnötig. So, da ist dann einfach gar nichts. Ja, dann habe ich da durch Zufall ein tolles Elixier gefunden. Ja, das brauchen wir ja auch. Nicht. So, Gyarados surft mal eben zurück. Wenn ich immer zur Wand gehe. Als ob das irgendwie so ein Horrorspiel ist, wo auf einmal so ein Vieh rauskommt, also. So, da ist der nächste Trainer. Da hat man gerade so einen Schrei von irgendeinem Pokémon gehört, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube auch noch hört. Ich denke aber mal. So. Was habe ich stark gemacht? Ah, einfach gar nichts. Gut, du musst doch langsam mal müde werden, denn... Na, ich bin müde. Es ist 23:30. Den ganzen Tag lang war ich wach. Es ist immer noch der Freitag. Noch. Also noch eine halbe Stunde ungefähr. 40 Minuten und ich habe den ganzen Tag versucht, Intro zu machen und weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Genau, ich hatte zwischendurch mal keinen Bock mehr auf Intro machen, habe einfach ein bisschen Minecraft gespielt. Ja, ich habe ein neues Minispiel für mich entdeckt. Ist cool, das kommt vielleicht die nächsten Tage auch mal. So, aber morgen kommt dann erstmal FIFA, ja, 17:30. Spielt Hamburg ja gegen Schalke. Ich bin gespannt, was die daraus machen. Was wir daraus machen, verrate ich natürlich genauso wenig, ja.
Vor allem, ich weiß ja schon, was die anderen daraus machen, also in echt. Natürlich nicht, aber... So, da habe ich hier auf verschiedene Schwächen spekuliert. Aber irgendwie... Nö. Wollt er nicht. Habe ich gesagt, gut, dann Kaskade und dann kam wieder ein toller Top-Genesung-Trank. Oder ein tolles Top-Genesung, wie auch immer man das nennen will, meine Phrasen. So, da das Video morgen erst um 17.30 Uhr kommt, das FIFA-Video, hau ich davor noch eine Runde Hunger Games. 12 Minuten, 2 Runden. Wo eine noch mit dem alten Sound ist, also mit der alten Mikrofoneinstellung. Von der ich immer noch nicht weiß, ob die jetzt besser war als die aktuelle hier. Aber demnächst so soll ja auch mal ein neues Mikrofon her, ja? Allerdings ist das ein bisschen teurer und so viel Geld habe ich momentan nicht. Vielleicht auch erst in einem halben Jahr, hey. Aber ich versuche das so schnell wie möglich zu kriegen. So, da haben wir irgendwie aus irgendeinem Grund überlebt mit 4 KP, setzen Kaskade ein und haben Zubiris natürlich souverän besiegt. So. Kein Anzeichen von Müdigkeit. So, da habe ich zum Glück nicht so einen dämlichen Witz gerissen mit Jahreszahlen bei 2064. Also das wäre dann ja auch ultra dämlich gewesen. So, warum habe ich da nochmal so lange gebraucht? Ich sehe gerade, wie lange das hier noch geht. Und wegen dem Schutz vielleicht? Ist uns der Schutz ausgegangen? Da war ich schon wieder auf dem Hyperheiler übrigens. Und da habe ich es dann, glaube ich, geblickt. Ja, da habe ich es dann geblickt, egal. Da habe ich es dann geblickt, ja. So, da ein Doppelkampf. Ach ja, wie... Und da kommt auf einmal ein Pokémon, da war ich irgendwie... Flunkiefer. Ja, das Pokémon sieht relativ lustig aus, aber... Das war es auch schon. So, mit wem haben wir denn da gekämpft überhaupt? Echt? Mit den beiden? Okay. Mit Dogim und Stoyrak treten wir an gegen Astrina Felix und Lepumentas und Flora und Meditalis. Ja, wusste ich den Namen, den wollte ich nun nicht aussprechen, weil Dummheit. Okay. So, Meditalis ist der Kampf-Pokémon. Was macht der schlaue Pokémon-erfahrenen Typ? Er setzt natürlich Flügelschlag auf Lepumenta sein. So, nee, ich hab auf Meditalis gut, ja. Ich dachte gerade, ich habe das wirklich gemacht. So. Ja, das war dann auch Scheiße. Oh, wir haben das überlebt. Aber ach, Stoyrak hat das. Okay. Stoyrak ist draufgegangen, ja. Das ist wunderbar. Den werden wir auf jeden Fall noch entwickeln vor der Pokéliga. So oder so. Und da hat Lepumentas dann Meditalis weggehauen. Mit Erdbeben. Fand ich jetzt nicht so schlimm, aber boah. Jedem das seine, ne? So, da habe ich dann aus irgendeinem Grund gedacht, dass Feuer die Schwäche von Lepumentas ist. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich da Bastian gesetzt habe. Aber da war es auch schon spät, ja. Bestimmt schon 8 Uhr abends. Mhm. So, Stahlflügel. Da habe ich jetzt aber auch noch immer die Erinnerung, dass Stahlflügel irgendwie... Ja, da war ein Bastian schon. Dass Stahlflügel die Schwäche von Lepumentas war. Ich weiß nicht wieso. In der Arena weiß ich ja nicht mehr, ob das da so war. So, da sind gleich 2 Pokémon durch Erdbeben draufgegangen. Einmal Stoyrak, einmal Basti. Und Lepumentas hat leider Schwebe. Und auf Dogim hat das keine Wirkung. Habe ich echt Gyarados? Oh Gott. Ich habe ehrlich Gyarados eingesetzt. Tja, ich weiß nicht, ob ich da so irgendwie im YOLO-Mode war. Ist mir ein Rätsel. Aber da bringt Erdbeben eh nix. Nein. So, was habe ich dann gemacht? Genau, hier.
Biss, weil das war ja hier, da erinnere ich mich jetzt noch dran. Biss war die Schwäche von Psycho. Ich weiß noch nicht, ob das ein Psycho-Pokémon ist, aber okay. Und Hydro-Pumpe ist natürlich auch dabei, das ist natürlich auch die Schwäche. Und Lepumentos wurde besiegt. Ja. So, und... Nee? Okay. So, da sehen wir einmal die wunderschöne Attacke Wertwechsel. Tauscht die Fähigkeit mit dem Gegner. Cool. So, da habe ich da einen Surfer eingesetzt. Aber natürlich kommt die Ostrider Flora vorher nochmal mit einem Top-Genesung, weil sie ja nicht anders gewinnen kann. Und wir überleben hier schon mit Gyarados. 4 KP. 3 Runden lang, ja. Und die brauchen Top-Genesung, wo die noch nicht mal da am Limit war. Am Limit war. So, da gehen wir jetzt bis ein und Lepumentos. 43 wurde besiegt. So, und Gyarados erreicht dann auch noch Level 41, ja, mit 4 KP. Hat es einfach mal überlebt. Und dann kommt Lantern. Okay, das war dann ein klitzekleines Problemchen. Für Gyarados. Weil, ich bin immer noch der Meinung, Gyarados ist ein Wasserflug-Pokémon. Ich bin mir da aber immer noch nicht sicher. Gut. Soweit, so gut. Da ist Gyarados dann jetzt nicht drauf gegangen. Okay, also Dauergamer ist drauf gegangen. Warum auch immer, das ist jetzt nicht auf Gyarados. Egal. Da habe ich dann zum Glück mitgedacht und nicht Voltenso eingesetzt, weil Lantern ist ja auch ein Elektro-Pokémon, ne? Und das wäre dämlich gewesen, hätte ich dann ein Elektro-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon eingesetzt. Also das war die schlauste Aktion in diesem... in dieser Folge. Und dann Gigasauger sollte es eigentlich richten, ne? Nee. Scheiße. Ist ja doof. Dann kommt nochmal Donnerblitz und da ist Gyarados dann, okay. Ach, jetzt erinnere ich mich auch mit... Okay, ja, okay. Okay, okay, ich weiß wieder, was in der Folge passiert ist. Am Ende der Folge weiß ich das wieder. Cool. So, dann habe ich hier, glaube ich, Tempo-Eep, jawohl, und dann müsste der mit Tempo-Eep jetzt auch besiegt sein. Ja. So, läuft das. Bett. So, Astrainer Flora und Astrainer Felix sind besiegt. Nicht ein bisschen erschüttert. Oh, es tut so weh in deine Kopfe tut es weh. 4128 Pokédollar. Fuck yeah, wir haben wieder Money. Ich frage mich immer noch, ob wir Geld verlieren, wenn wir verrecken. Weiß ich immer noch nicht, ist auch egal. So, da habe ich dann mal Dauergame einfach nach, Prowler einfach nach vorne getan. Da wollte ich nicht, da ging es auch nicht runter. Gut, ich dachte gerade, ich wollte runterspringen. Da haben wir dann noch einen Trainer, den habe ich auch erstmal ausgelassen, weil ich dachte, wir wären schon fast draußen. Und dann kommt direkt neben der Leiter der Kampf. Und ich habe es ja schon am Anfang so ein bisschen gespoilert. Tut mir leid. Aber wir sind immer noch drin. Und auch wenn wir die Leiter hochgehen. Oh, das war auch wieder so nervig. Weißt du, da wollte ich dann noch die Leiter hochgehen, weil ich dachte, ich wäre dann draußen. Und dann kann man einfach nicht fliehen. Und dann ist Prado da noch... Na, Flucht unmöglich. Und was macht Golbat? Killt einfach mal Prado. Und somit haben wir nur noch ein Pokémon. Ja, und ich weiß nicht, wann wir durch die Siegelstraße durch sind. So, da hätte ich irgendwie auch flüchten können, aber... Da habe ich ihn irgendwie verkackt. So, Schockwelle trifft immer, hier kein Risiko mehr eingehen. Und ich weiß immer noch nicht, wann wir durch sind. Ich hoffe sehr bald. So, Golbat wurde besiegt, zum Glück. Wir haben noch ein Pokémon. Geht die Treppe hoch. Und da war ich dann deprimiert, weil wir da noch sind. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Wieder mit richtigem Ton. Ciao.